Hi zusammen aus dem Bastelzimmer vom C4 und Jazz is alive. Ja, der Amiga geht noch. Guck. Noch. Alles gut. Noch. So, der ist jetzt umgeschaltet auf Nischbute und 1.3er Kickstart. Einfach weil ich mal diesen Haufen Disketten mal herbauen will und gucke, ob das alles noch so funktioniert. Ja, Markus ist heute Abend hier. Ja, wir basteln. So sieht unser C4 sich im Moment aus. Ja, kurzer Blick reinwerfen. Viele Leuchte. Machen wir mal die Geheimnisse zu. Oh, die Geheimnisse müssen wir zumachen. Okay, Markus. So. Also ihr seht, wir sind die kleine Verrückte hier. Jetzt kriege ich mal bestimmt wieder, Markus, haben wir bestimmt wieder fünf, die die Zeit verlassen, weil wir die C4er sich so zusammenrufen. Nur mal so als Anmerkung, in der 80er Jahre, wo die Kiste ja aktuell war, wir waren nur beschäftigt, Leuchtdioden und Schalter einzubauen. Also wer das nicht hatte, hat früher war out. Ja, definitiv. Früher war es sogar noch schlimmer, da hatte ich sogar Segment-LEDs so drin zum Anzeige von der Candle, wie die Umschaltung ist. Ne? Habe ich mir bestellt für die Voltzahl. Ja. Gut. Also Markus ist schwer am Arbeiten. Sieht im Moment hier aus wie im Schlachtfeld, weil das so ist es halt bei der Brastler. Ja. Mal von der Anna-Seite. So. Also jetzt kommt Markus Platini hier in der Einsatz in diesem C64, wo quasi per Dual, selbstgefeilte Leuchtdiode. Ja, ja, du Leuchtdiode anzeigt. Was zeigt es auch, Markus? Rot und Grün. Ja, das ist klar. Was es für Funktionen beinhaltet. Achso, ja, es wird aktiv der Interrupt angezeigt. Ja, wir entscheiden noch, ob er grün wird oder rot, je nachdem. Er setzt die Power-LED und ja, Jochen hat seinen Spaß. Ne? Gut. So, das war's von uns. Das langt erstmal wieder. Hi, Gott nochmal, ihr seid alle neugierig. So, jetzt wollen wir natürlich ein paar Likes auf C4 is Alive bei Facebook. www.facebook.com/ heißt das so, C4 is Alive. Und dann könnt ihr entweder liken oder disliken. Alles wird gut. Am Ende ist alles gut. Ist es noch nicht gut, ist es noch nicht das Ende. Das war's hier aus dem Zimmer. Servus ab und Markus. Ciao, ciao.